ist ja echt scheiße. Hier lungern nur irgendwelche Deppen rum. Aha. Diesen Eingang habe ich letztens gefunden. Genau, den meinte ich noch als dritten Eingang. Glaube ich jetzt, dass es der ist. Ja, es müsste der sein. Alles klar. Ja gut, ich würde einfach mal sagen, schneide ich hier und dann sehen wir uns beim nächsten Feuerkelch wieder. Bis gleich. Okay, wir sind jetzt hier beim Feuerkloster, denke ich mal. Ja. Karte zeigt Feuerkloster an. Da wollte ich jetzt nämlich hin, weil wir die Feuerkirche abgeben wollen. Ich habe zwar nur 11, aber ich habe keine mehr gefunden im Questlog. Ich hoffe mal, dass die wenigstens einen haben, dass ich hier nicht alle anschleppen muss. Und wir treffen direkt einen Alchemisten und einen Feuermagier. Wunderschön. Keiner, der uns begrüßt oder so, sagt, ey, du darfst hier nicht rein. Darf hier jeder rein oder was? Enos zum Große Wanderer. Du bist der erste Gast seit der neue Magier hier aufgetaucht ist. Es tut gut, mal wieder einen Fremden zu sehen. Enos zum Gruße. Was machst du hier? Ich halte Ausschau nach dem Auserwählten. Meister Altus sagte, dass er kommen wird. Er wird uns retten. Ja, hier bin ich doch. Hallo? Ich bin der Auserwählte. Lass das. Mit so etwas macht man keine Scherze. Ich bin sicher, der Auserwählte wird kommen. Alter, du hast ja echt einen Arsch auf. Boah, Gott. Ja, dann träum mal weiter. Auserwählte kommt nie. Zwinker, zwinker. Welcher neue Magier? Welcher neue Magier? Milton. Er ist noch nicht lange da. Aber wahrscheinlich wirst du ihn gar nicht sehen. Er ist eigentlich immer in der Höhle der Erleuchtung. Milton ist hier? Milton ist hier? Du kennst ihn? Ich finde ihn irgendwie komisch. Er ist noch so jung und trotzdem... Trotzdem was? Er wirkt so erwachsen, als wenn er schon viel erlebt hätte. Ja klar, hat er viel erlebt. Mit mir, mit dem Auserwählten, du Petermann. Die Höhle der Erleuchtung macht ja so ein bisschen... Und dann... Oh, oder wie geht das da? Die Höhle der Erleuchtung? Das Heiligtum des Klosters. Dort offenbarte sich Enos den Menschen. Als Dank bauten sie dieses Kloster und den mächtigen Schrein in der Höhle. Ach so. Was macht Milton in der Höhle? Er forscht. Er hat sich einen Stapel alter Bücher aus der Bibliothek besorgt. Seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Ach ja, er hatte diesen Kelch dabei. Aber was es damit auf sich hat, weiß ich nicht. Aha, da ist der 12. Was gibt es im Kloster? Zurzeit sind wir nicht besonders viele. Viele von uns sind im Krieg umgekommen. Aber was rede ich? Geh am besten zu Meister Altus. Er wird sich freuen, Neuigkeiten von draußen zu hören. Kannst du mir Zauber beibringen? Nein. Nur Meister Altus und Meister Dagoth sind mächtig genug, Magie zu wirken. Mit dem Verlust der Runenmagie habe ich alle Magie verloren. Ich kann nur noch Spruchrollen benutzen. Und auch die erschöpfen mich mehr als früher. Hast du es schon mal mit Mana-Tränken versucht? Nein, sie sind hier sehr selten. Hast du welche? Klar. Ja. Kannst du mir 5 davon geben? Dann kann ich endlich wieder zaubern. Ach komm, du Pussy. Wenn du noch nicht mal genug Mana hast, dann... Ja gut, was bekomme ich denn dafür? Was bekomme ich für die Mana-Tränke? Ich bin nur ein einfacher Diener Enos. Was könnte ich dir schon geben? Was ist mit Spruchrollen? Was ist mit Spruchrollen? Einverstanden. Ich habe eine Spruchrolle der Wiederbelebung. Sie ist sehr wertvoll, aber ich kann sie eh nicht benutzen. Ich bin nicht stark genug. Hier sind deine Tränke. Sehr gut. Hier ist deine Spruchrolle. Wenn du sonst noch was brauchst, kannst du ja mal gucken, was ich dir anbieten kann. Der Wiederbelebung? Willst du mich verarschen? Das ist Fernheilung, du. Zeig mir deine Ware. Hätte mich glatt verarscht. Hab das gesehen? Hätte mich glatt verarscht. Ey, das gibt's ja wohl nicht. Denkt er mit. Sagt er hier, ach hier. Warum wächst du? Ist der irgendwie scheiße? Zeig mir deine Ware. Ist der irgendwie scheiße? Der hat doch selber Mana-Tränke. 23 sogar. Also, man sollte sich schon überlegen, liebe Entwickler. Wieso. Ihr wisst, was ich meine. Man sollte sich überlegen, ob der Potter, ob der, mit dem man Dinge bringt, weil er sie dringend benötigt, eben auch noch diese Dinge ins Inventar setzt, um damit zu handeln. Das sollte man sich schon gut überlegen, würde ich mal sagen. Tja, dann, hier ist ja irgendwie keiner. Also, klauen wir mal ordentlich. Nein, Quatsch. Gibt's eh nicht zu holen. Ist ja eh so ein armes Kloster. Das ist Pyran. Wo ist denn hier einer? Olivier!
Innos mit dir, Bruder. Hi. Was machst du hier? Ich bete. Für mich und meine Brüder. Viele von uns Paladinen haben sich von Innos abgewendet und ihren Glauben verloren. Du nicht? Nein. Für mich ist es eine Prüfung. Eine Prüfung des Glaubens und der Entschlossenheit. Mit Innos Hilfe werde ich sie bestehen. So, so. Kannst du mir was beibringen? Ich bin ein guter Kämpfer. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Hat er gar nichts drauf, hallo? Starke Schildparade, nur Stärke. Boah, ist ja langweilig. Ja, wo sind denn hier alle? Das ist ja echt komisches Kloster, der Aufbau, der ist echt kacke. Oh, jetzt kann ich hier jeden verdammten Raum hier absuchen. Oh Gott, das hasse ich ja wie die Pest. Na gut, aber man muss sich ja mit den Räumlichkeiten vertraut machen. Kommt er sicher nochmal hin. Jetzt kann ich in den Keller gehen. Gibt's vielleicht Wein oder sowas hier? Locker, schön. Wo sind die ganzen Magier? Hallo? Ich hoffe, hier geht's runter zur Höhle der Erleuchtung. Hallo, Milton, bist du da? Och Mensch, wie tief geht das denn hier runter? Verdammt nochmal. Auch wieder keiner. Moment. Auch wieder keiner hier. Auch keiner. Nee, gar nichts. Niemand. Wozu sind denn diese ganzen Räume da, hallo? Oh je, oh je. Das scheint mir ja echt sehr seltsames Kloster zu sein. Hm, ich sollte mich mal auch ein bisschen umgucken wegen dem Teleportstein. Also muss ja Teleportstein hierzu geben, oder? Hoffe ich mal. Und? Hier steht was über Alchemie. Wunderschön. Mhm. Die Chroniken der Herrschaft. Dazu bin ich noch nicht bereit. Nicht? Ach Mensch. Kannst noch nicht gut lesen. Buchständer, guck ich mal den mal an. Als aber Belial sah, was die Diener Innos taten, schrie er vor Zorn. Und ein Wesen von uralter Macht hörte seinen Ruf und erhob sich aus der Erde. Und andere große Wesen mit ihm. Hm, klingt nach dem Schläfer. Alte Truhe, okay, die plündere ich jetzt nicht. Da war ja eh noch scheiße drin beim letzten Mal, also wird sich da wohl nicht viel verändert haben. Hier steht nichts Neues. Ja dann, gehen wir mal weiter. Ach ne, hier war ich ja schon drin. Verdammt nochmal. Bin ich hier umsonst runtergegangen? Boah, lecco mio. Was ist das hier für ein Ort? Ja, toll. Wo ist denn die Höhle der Erleuchtung? Ich wette, ich kann ja gleich auf den Dachboden gehen und dann sitzt da Milton in der Dachkammer. Irgendwie auf dem Hocker oder sowas. Ach, hallo, ich bin hier gerade in der Höhle der Erleuchtung. Oh. Mhm, toll. Ey, es ist echt unglaublich hier. Das gesamte Spiel ist verarscht einfach nur. Stellt euch einfach die Entwickler vor, wie sie euch deren breite Ärsche ins Gesicht halten. Es ist einfach... Blah. Erstens widerlich und zweitens ist das Spiel genauso aufgebaut. Komm hier, hast du die Mine jetzt für befreit? Boah, das finde ich ja echt klasse, aber du kriegst gar nichts dafür. Höchstens Krummschwert, was du eh nicht gebrauchen kannst. Und 1000 Gold, ja. Ja, du musst dich jetzt damit zufrieden geben, aber... Mann, was willst du? Sind die alle am Pennen oder was, ey? Was ist? Oh, wir haben Besuch. Bist du? Nein, das ist unmöglich. Doch. Obwohl, die Haare, die Nase, du bist es wirklich. Innos, sei gesegnet. Er weiß, wer ich bin. Endlich bist du gekommen. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mir dich anders vorgestellt. Ich hätte jetzt erstmal gedacht, dass ihr nicht am Pennen seid, wenn ich hier da bin. Okay, aber wie hast du mich denn vorgestellt? Wie denn? Nun, irgendwie größer. Ich hoffe, die Enttäuschung ist nicht zu groß. Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid. Wen habt ihr denn erwartet? Wen habt ihr denn erwartet? Den, der uns retten wird. Den Erlöser. Du wirst die Menschen wieder ins Licht führen. Ja, der bin ich. Mal sehen. Mal sehen. Milton hat mir schon gesagt, dass du nicht begeistert sein wirst. Aber ich versichere dir, wir werden dir mit all unserer Kraft helfen, deine Aufgaben zu erfüllen. Jetzt bin ich beruhigt. Er hat mir von deinem Kampf gegen den Schläfer berichtet. Und auch, wie du den untoten Drachen besiegt hast. Ich kann mir niemanden vorstellen, der besser geeignet ist, die Menschen zu retten als dich. Auch du wirst das früher oder später erkennen.
Ach so, und jetzt, wo ist dieser verdammte Dingens hier? Höhle der Erleuchtung? Wo ist Milton? Er ist am Heiligtum. Im Vorhof des Klosters gibt es eine Treppe, die in den Berg führt. Folge ihr. Sie führt dich zu ihm. Da bin ich doch gerade schon runtergegangen. Willst du mich verarschen? Ah, je. Ich will zu Innos beten. Die Kapelle steht dir jederzeit offen. Gut, dann... Willkommen, Bruder. Innostian? Die Zeiten sind hart. Und hier im Norden sind sie ungleich härter. Du kommst wohl nicht von hier? Nein. Ich komme aus Myrtana. Aus Geldern, um genau zu sein. Ich bin geflohen, als die Orks kamen. Hier habe ich eine neue Bleibe gefunden. Okay. Ja, ich will jetzt mal hier diesen anderen Feuerkelch holen von Milton. Was? Innos zu Gruße. Was führt dich zur Bibliothek? Innos zu Gruße. Ich will mich nochmal umsehen. Die oberen Kammern stehen zu deiner Verfügung. Aber sei vorsichtig und entwende bitte nichts. In den unteren Kammern lagern die ältesten Schriften der Bibliothek. Nur geschultes Personal darf dort hinein. Die Gefahr, dass etwas zerstört wird, ist zu groß. Wenn du weißt, wonach du suchst, komm wieder zu mir. Ach so, oh ja, das wusste ich jetzt natürlich nicht, aber ist, glaube ich, auch egal. Interessiert die, glaube ich, eher wenig. So, wie komme ich jetzt hier zur Treppe? Ach, da geht's, glaube ich, rein. Boah, die wollen ja noch echt verarschen, oder? Kann das sein? Halt! Niemand kommt zum Heiligtum. Halt's Maul, ich will da durch. Niemand ohne Erlaubnis von Meister Altus. Ich muss zu Milton. Ohne Erlaubnis darf ich niemanden hineinlassen. Es ist wichtig. Gut, du darfst passieren. Ja, klar, so läuft das immer. Hey, dieser hochbezahlte Club hier, da darfst du nicht rein, außer wenn der Chef das sagt. Ach komm schon, nein, ich darf dich nicht reinlassen. Ist wichtig. Okay, komm, geh rein. Ah, die sind so bekloppt, die Leute hier in Gothic 3. Oh Gott, ey. Kann man sich einfach nur vor den Kopf schlagen, ey. Ist wichtig. Und dann zopp. Ach, das sieht ja nice aus hier. Milton, Mensch. Du mit deiner neuen geilen Frisur hier. Na, alles klar? Ah, da bist du ja. Ich hab mich schon gefragt, wann du hier aufkreuzt. Ja, ich hab noch Kaffeekränzchen mit der Oma und so weiter. Weiß schon, wie immer. Wieso hast du mich erwartet? Du hast ein Talent dafür. An diesem Ort kann Großes geschehen. Da kannst du nicht fern sein. Was wird hier geschehen? Ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo du hier bist, bin ich mehr denn je davon überzeugt, dass hier was passiert. Einst ist Innos an diesem Ort auf unsere Welt herabgestiegen. Vielleicht hat er nur auf dich gewartet. Wieso sollte er? Im Moment scheint das Schicksal immer auf dich zu warten. Der Schläfer könnte noch Zufall gewesen sein. Der Drache? Jakinda? Sehr unwahrscheinlich. Du bist was Besonderes und du spielst eine besondere Rolle. Wie bist du hierher gekommen? Mit Olivier, dem Paladin. Ich bin ihm in Myrtana begegnet. Er hat mir vom Kloster und den Feuerkelchen berichtet. Ich habe mich ihm angeschlossen. Vielleicht hätte ich es ohne ihn auch nicht geschafft. Hast du die Magie gefunden? Ja, ein paar Sprüche hat mir Innos gewährt. Wenn du willst, kann ich versuchen, sie dir beizubringen. Was soll ich tun? Das weiß ich nicht. Aber solange du es auch noch nicht weißt, kannst du mir bei den Feuerkelchen helfen. Einen von ihnen habe ich schon gefunden. Jetzt brauchen wir noch den Rest. Ja, habe ich doch dabei, hallo? Wo ist das Problem? Wo soll ich nach den Feuerkelchen suchen? Wir haben einige Paladine und auch einige unserer Ordensbrüder entsandt, um die Kelche zu finden. Geh und halte Ausschau nach ihnen. Vielleicht weiß der eine oder andere schon mehr. Verstehe. Erzähl mir mehr über die Feuerkelche. Ich habe herausgefunden, wie wir mit ihrer Hilfe den Paladinen ihre Magie wiedergeben können. Die Kelche wurden für die ersten Paladine geschmiedet. Hier in dieser Höhle, in Innos reinigendem Feuer, band man starke Magie in diesen Kelchen. Ein Paladin, der aus einem der Kelche trank, wurde so von Innos Macht erfüllt, dass er in der Lage war, Magie zu wirken. Aber das ist lange her. Im Laufe der Jahre wurde ihre Kraft immer schwächer und geriet in Vergessenheit. Runenmagie ersetzte ihre Funktion. Das nennt man wohl Pech. Ihre Kraft ist nur erloschen, nicht zerstört. Hier an diesem Ort können wir ihnen ihre alte Kraft zurückgeben.
Wie genau willst du den Feuerkelchen die Kraft wiedergeben? Wenn wir alle 12 Kelche haben, müssen wir sie in das heilige Feuer werfen. Und dann? Dann werden sie von Innos Macht erfüllt werden. Anschließend müssen wir sie nur noch den Paladinen bringen. Hier, nimm meinen Feuerkelch. Er ist bei dir besser aufgehoben. Jetzt suche die restlichen 11 Feuerkelche und bringe sie hierher. Hab ich doch schon, Mann. Hörst du mir nicht zu, oder was? Ich habe alle Feuerkelche gefunden. Ich wusste, du würdest uns nicht enttäuschen, mein Freund. Dann wirf sie jetzt ins heilige Feuer. Schnell! Wirf den Ring ins Feuer! Nein! Mein Schatz! So, ist das hier das Feuer oder was? Oder welches Feuer meint er hier? Ich sehe kein anderes Feuer, also. Schätze mal schon. Das ist ja, was ist das für eine Stellung hier? Wieso stelle ich mich so da drunter? Das ist ja total komisch. Okay, den Ring ins Feuer werfen, alles klar. Das waren alle. Und jetzt? Du hast es geschafft. Mit den Kelchen kannst du den Paladinen ihre Magie wiedergeben. Was hast du jetzt vor? Meine Aufgabe hier ist erledigt. Wenn du willst, kann ich dich ab jetzt begleiten, mein Freund. Ach, muss nicht sein. Muss ich jetzt nicht alle einsammeln, oder was? Das ist ja lahm hier, komm. Alles hier. Tempo 10.000 hier. Moment. Kamera spinnt mal wieder hier. Dreckige Kacke hier. Und zapp. Das waren alle. So, wie soll ich denn, jetzt... Gibt es jetzt nur 12 Paladine auf der Welt, oder was? Und denen muss ich jetzt diese scheiß Feuerkelche in die Hand drücken und dann müssen die irgendwie ordentlich Stoff raustrinken, irgendwie ordentlich Korn, Wodka, Martini, Appletini, Limonade, Cola, Brause mit Wasser mit Brause. Hier, nimm diesen Kelch. Er wird dir deine Magie zurückgeben. Danke, ich danke dir. Verfüge über mich, wenn du willst. Verfüge über mich? Oh, das hört sich total pervers an. Nee, jetzt nicht mehr, nee. Hätte ich ja so gemacht, aber wenn du schon so ankommst, boah, nee. Das muss nicht sein. Da unten ist ja keiner, da darf ich ja noch nicht mal rein. Also gehe ich mal nach oben. Gucken, was die anderen dazu sagen. Yeah, du hast alle Feuerkelche gesammelt. Du bist der Held hier. Yeah, wir geben dir Geld. Das wäre am geilsten. Was willst du? Nee, Altus sagt nichts. Warum wächst du mich? Hey, vielleicht, nee. Dann dieser eine hier. Warum? Innos mit dir, Bruder. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich forsche. Früher vor dem Zwischenfall mit den Runen war ich ein Meister der Verwandlungsmagie. Und jetzt? Jetzt komme ich mir vor wie ein einfacher Bauer. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass es andere Wege gibt, sich zu verwandeln. Wovon hast du gehört? Von Menschen, die sich verwandeln, obwohl sie selbst keine Magier sind. Stell dir vor, ich könnte das auch. Dann wäre alles wie früher. Was brauchst du? Hast du schon mal von Druiden gehört? Ja. Sie haben einen Stein, der ihnen Macht verleiht. Diesen Stein brauche ich. Was bekomme ich, wenn ich dir helfe? Ich habe in der Bibliothek ein sehr altes Buch gefunden. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich werde es dir geben. Ich bin sicher, darin findest du viel altes Wissen. Klar, kannst haben. Ich hole dir den Stein. Wunderbar. Ohne meine Magie würde ich da draußen keine Stunde überleben. Du bist meine Rettung. Also ein Blutfliege oder was? Oder was möchtest du haben? Wo finde ich einen Druiden? Beim Wolfsklan gibt es einen Jäger. Er heißt Bogir. Ich bin mir sicher, dass er ein Druide ist. Bogir. Okay, Bogir. Ich dachte, ihr könnt ihm jetzt irgendeinen... Warum wächst du mich? Irgendeinen von den Steinen jetzt in die Hand drücken oder so. Freuen die sich jetzt nicht, dass ich hier die Feuerkirche gesammelt habe oder so? Oh Gott. Toll, ey. Hab ich extra für euch gemacht und dann sowas hier. Bleh. Für'n Arsch, ey. Für'n Arsch. Jetzt kann ich schön in der Welt rumtuckern und dann jetzt ein Paladine suchen oder was oder wie. Ah, gut, dann, ich glaube, das können wir jetzt mal eben machen. Ich lasse mal die Kamera dabei laufen, weil... Können wir mal... Ich wollte gerade schon sagen, können wir mal zusammen überlegen, aber... Ist ja Quatsch. Einer, das weiß ich, ist in Kapdun. Den haben wir da befreit. Wenzel oder so. Mit dem haben wir da die erste Metzelei gemacht. Boah, die war so übelst.
Kapdun, ihr wisst noch, mit 12,5 Versuchen. Unglaublich. Part 9 oder so. Das ist ein Rebell. Nein, der müsste irgendwo hier rumlungern. Hi. Ist der vielleicht hier drinnen oder so? Nee. Wo ist der Rinsel jetzt hier? Oder ist er in seiner alten Zelle? Das kann natürlich sein. Oder er ist oben. Auf dem Platz. Er kackt da erstmal. Kackt der da hin? Alter, ach, da sitzt er auf dem Gocker. Oh, so. Oh Gott. Mach mich doch nicht hier bekloppt. Verdammte Scheiße. Die sind wirklich behämmert, die Leute. Ganz ehrlich. So, da gammelt auch noch irgend so ein Typ rum. Sklave. Eine Olle. So, und... Ne. Keine Ahnung, wo der Typ ist. Er hat sich verpieselt. Oh, Schaden wird man klug. Ja, ich habe keine Ahnung, wo der Paladin hin ist. Der müsste doch einfach hier rumgammeln. Den haben wir doch sein Schwert noch wiedergegeben. Ah, es ist Nacht. Vielleicht ist er ja... Ach, hier ist er doch. Hi, Wenzel. Komm her. Ich gebe dir deine Magie zurück. Innos sei Dank. So lange warte ich schon auf die Erlösung. Das ist ein großes Geschenk. Ich danke dir. Hier, nimm ein Geschenk an dich. Möge Innos dich beschützen. 10 Mana-Tränke, ja. Wunder... Was ist das für ein Scheiß, ey? Boah. Was soll ich denn mit Mana-Tränken anstellen hier, hä? Ich glaube, den will ich verarschen. So. Der müsste in der Benderlei stellen. Nee, Benderlei. Moment, ich hab meine Karte. Morasul. In Morasul ist doch einer, oder nicht? Oder bin ich hier total Banane? Oder nee, das war... Moment. Lass mich mal eben gucken in der Arena. Da war doch... War das ein Paladin oder war das einer aus Nordmar? Ich weiß es gerade echt nicht. Ich gucke einfach mal trotzdem. Wir haben ja Zeit. Ansonsten schneide ich ja eben. Also noch nicht wegschalten. Nein, es wird jetzt total spannend, wo ich die ganzen Paladin jetzt suchen muss. Es ist Nacht, es ist scheiße. Die könnten überall pennen und ich finde sie da nicht. Außer sie gammeln hier draußen noch irgendwie rum. Da vorne, das ist einer aus Nordmar gewesen. Scheiße. Ich mach erstmal Pause. Scheiße. Dann ist doch... Oh Gott. Dann ist aber einer... Wartet mal, wir hatten doch einen hier, so einen Kumpel, der hat uns geholfen, hier den Pass zwischen Treles und Braga zu reinigen. Ich weiß jetzt nicht, ob der immer noch da rumlungert. Aber der ist noch da... Wo ist sonst noch ein Paladin? Ein Paladin in Ardea? Nee, Vengard ist auf jeden Fall irgendeiner. Direkt zum Thronsaal. Ja, wieso nicht? Schnell weg hier. Hi! Wir sehen uns. Pass auf dich. Möchtest du keinen Feuerkelch haben? Ach so, schade. Na gut, dann nicht. Du? Nee. Kriegst du nicht. Was willst du? Ach, ich will dich kloppen, weißt du? Ey, will ich hier Feuerkirche... Gratis Feuerkirche verteilen und dann sowas. Wir sehen uns. Ja, wenn du keine Feuerkirche haben möchtest, dann piss dich. Mir auch egal. Ich suche nur die Anständigen, die hier auch ein Feuerkirche verdient haben. Draußen könnte vielleicht einer rumlungern. Paladin. Kommt her. Hier, Georg. Ah, Georg, mein Bester. Hier, mit Magie geht's besser. Ich frag lieber nicht, wie du das angestellt hast. Innos sei mit dir, danke. Hier, brauchst du noch Heiltränke? Klar. Mit Magie geht's besser. Torje, Mensch. Hier hast du deine Magie zurück. Ich schnall ab. Wie ist das möglich? Ich danke dir. Hier, dafür hast du bestimmt Verwendung. Innos möge dich schützen. Ach, kein Problem, Mann, kein Problem. Ey, vielleicht... Fände ich echt nett, dass ich hier... Fände ich geil, dass ich hier helfen kann. Ansonsten... Wo kommen wir denn noch her? Moment. Ich gehe mal ganz kurz... Ich aktiviere mal eben hier diesen Teleportstein. Oh, nee, ich glaube, das war... Ach, das war der nach draußen führt. Scheiße. Ich habe eigentlich den gesucht, der nach drinnen führt.
Nach Vanguard, Moment. Das müsste... Innerschrein im Kloster. Ah, gut, da ist der Teleporter. Nein, ich meine Vanguard. Hier, genau. Eben hier rein teleportieren wieder. So, hier meinte ich. Ist hier vielleicht noch einer? Markus. Ach, ich habe die Feldherren da getötet, ne? Hab ich gar nicht abgegeben? Oh, okay. Die 5 Feldherren der Orks sind tot. Innos sei Dank. Du bist wahrlich ein Held. Weißt du das, Fremde? Hier hast du alles, was ich noch aus den Besitztümern der Bewohner der Stadt retten konnte. Ich werde mich sogleich an die Arbeit machen, die Stadt wieder aufzubauen. Ich bin reich. Möge Innos deinen Weg erleuchten. Ich bin reich. 4000 Gold. Okay, ist ja auch nicht so viel, aber trotzdem. Ich hab mit Charybdo über die bla bla bla. Ich hab mit Charybdo über den Feuerkelch gesprochen. Das ist gut. Wir hatten es schon seit Tagen erfolglos versucht. Und hier hast du den. Das hier wird dir die Magie zurückgeben. Du bist ein Held. Weißt du das? Innos möge dich beschützen. Hier, nimm dies als Geschenk von mir. Du hast ja noch 5 Heiltränke. Hallo, da hast du mir noch gar nicht... Hast mir eben angeflunkert. Mensch. So geht das aber nicht. Ansonsten sind das hier... Das sind nur Steine. Ich dachte, es wären irgendwelche Typen, die hier rumgammeln. Okay, der nächste... Also ein... Oh Gott. Oh, das Husten tut nicht gut. Oh, verdammt. Der nächste Paladin. Oh, verdammt nochmal. Ich komme jetzt überhaupt nicht klar. Gibt's in Ardea vielleicht noch einen? Nee, in Redok. Redok. In Redok könnte einer sein. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Lass mich mal eben watchen. Könnte gut sein, dass da einer rumgammelt, aber sicher bin ich mir natürlich nicht. Hier der Anführer, wie hieß er nochmal? Gelfort, das ist kein Paladin, ne? Das ist keiner. Das ist eigentlich der Anführer. Stimmt, da unten ist ja noch einer, glaube ich. Der könnte eine Paladin-Rüstung haben. Ich weiß es gerade nicht. Ah, Bungee, Bonsai, Kamikaze, wie auch immer. Ja, doch. Hier hast du deine Magie zurück. Glaube versetzt Berge, heißt es. Danke. Jetzt darf ich wieder hoffen, dass sich alles zum Guten wenden wird. Nimm dies und benutze es im Sinne Innos. Ach klar, immer. Wunderschön, dass ich hier helfen kann. Finde ich echt geil. Joey, okay. Der nächste auf meiner ungeschriebenen Liste natürlich. Der dürfte sich... Warte, Braga. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Überhaupt nicht. Aber ich vermute mal... Da lang geht's. Ich vermute mal, dass der eine Paladin, von dem ich eben gesprochen habe, der uns hier geholfen hat, zum... Hier geht's lang. Der uns geholfen hat, hier über den Pass zu kommen, wo die ganzen... wo dieser eine abtrünnige Paladin war. Der könnte noch da sein, ich weiß es gerade nicht. Ansonsten... wo könnte er denn sonst sein? Der könnte in diesem... ein Rebellenlager sein, von dem er aus uns geführt hat. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Hier bei Geldern, Treles. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Nee, keine Ahnung, wie es heißt. Ansonsten teleportiere ich mich da gleich mal hin. Aber er könnte ja hier sein, sagt... Also, schreibt noch nicht in die Kommentare, wo er war. Oder wo er ist. Ich sehe es ja jetzt. Ihr könnt ja schmunzeln vorm PC sitzen bleiben und euch selber sagen, ha, ich weiß, wo er ist. Und Jason, du guckst einfach nur an der falschen Stelle, komplett falsch. Und anscheinend ist es auch so. Jetzt wird er hier rumgammeln, scheiße. Truhen habe ich ja alle ausgeräumt, gut, dann lasst mich mal überlegen... Welches Rebellenlager das hier ist. Wenn ich den Namen lese, dann weiß ich sicher. Geldern, Faring, Lago. Nee. Montera, Morasul, Nemora müsste es sein. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, aber... Es ist schon so lange her. Mindestens 50 bis 100 Parts. Ah, ich bin so super. Geile Sache.
So, Paladin gesucht, Paladin gesucht. Ist das da? Ist das der? Ich glaube schon. Hier hast du deine Magie zurück. Ich danke dir. Du bist ein vielversprechender Mann. Innos gebe dir Kraft für deine Mission in dieser Welt. Und ich gebe dir dies zur Stärkung. Ich werde ja total durchgefüttert mit Heiltränken hier. Ist ja unglaublich. Fuck, wo ist jetzt noch ein Paladin, ey? Es ist einfach... Hier sind keine Paladine hier. Ist einfach so scheiße, dass ich hier die ganze Zeit rumlaufen darf und nach Paladin suchen darf. Verdammt nochmal. Ah, ich weiß, wo der nächste ist. Ein Okara müsste einer sein. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Okara ein Paladin auf uns wartet. Hier war eigentlich ein Zauberer, dachte ich mal. Hm? Leider nicht. Okara, Okara, Okara. Mal eben hinzaubern. Ach, ich glaube in Geldern oder in Silden müsste auch noch einer sein. Fällt mir gerade mal ein. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Da, wo Orks waren, wo dieser eine Ork-Anführer uns irgendwie um 1000 oder 50.000 Gold erleichtert hat. Der hat uns... müsste eigentlich, glaube ich, auch noch ein Paladin sein, wenn ich mich nicht ganz vertue. Also es geht hier, glaube ich, hier links runter, ja. Ich habe mich nicht vertan. Ja, da ist er doch. Roland, genau. Ach ja, ich habe mit dem König gesprochen. Ich habe mit dem König gesprochen. Du hast es tatsächlich geschafft? Sehr gut, mein Freund. Sag schon, wie können wir Roba am besten dienen? Es wäre das Beste, wenn ihr euch erstmal weiter hier in Okara verschanzt. Gut. Wir werden warten. Für den König. Hier, dein Lohn für die gute Nachricht. Ja, ich habe noch eine gute Nachricht. Ich gebe dir deine Magie zurück. So ist der große Tag also gekommen. Innos beschütze dich auf allen Wegen, die du beschreiten wirst. Nimm dies von mir, um deine Aufgaben leichter zu vollenden. Ah, danke schön. Also so oft wie ich jetzt schon mündlich gesegnet worden bin, müsste ich eigentlich der Liebling von Innos sein, wenn ich nicht schon vorher der Liebling war. Wartet mal, ich bin mir überhaupt nicht sicher, das war... Montera kann es nicht gewesen sein, dann muss es Geldern gewesen sein. Oder? Moment, lass dich mal überlegen. Geldern oder Montera? Montera, Geldern... Ne, ich glaube, es war Geldern. Lass es mich mal austesten. Das kann natürlich auch kompletter Schwachsinn sein. Es ist auch nur wirklich geraten. Es müsste bei den Druidenlager sein. Aber ich werde es ja jetzt eh sehen. Nein, ich glaube, wir sind falsch. Nee, dann war es Silden. Oder? Vielleicht läuft hier doch noch ein Paladin rum. Okay. Wenn, dann wird er hier irgendwo eingesperrt rumsitzen. Marius, Mensch. Alles klar? Tja, dann war es wohl Silden. Nee, Silden. Silden kann es auch nicht gewesen sein. Dann war es Treles. Was? Treles? Treles. Es war da auch, wo die eine Ork-Ausgrabungsstätte war. Es könnte Treles gewesen sein, doch. Doch, ich glaube doch, es ist Treles. Aha. Genau, Treles meinte ich. Ja, ich glaube, hier saß doch auch noch so ein Paladin rum, oder? Ja, da ist er doch. Hi. Konrad, Mensch. Ich bin gekommen, dir die Magie zurückzugeben. Hör auf, mich zu verspotten. Sonst wird es dir schlechter gehen. Hier, nimm schon, du Spinner. Wahrhaftig. Es fühlt sich an wie damals. Gelobt sei es, du Innos. Du hast mich nicht verlassen. Dank dir, Fremder. Rufe nach mir und ich werde an deiner Seite kämpfen. Geile Sache. Okay, können wir mit dem hier die Stadt befreien. Das finde ich ja cool. Wie? Geht der jetzt einfach oder was? Ach ne, er chillt sich da ans Feuer. Okay, boah. Dachte gerade schon. Tja, anderer Paladin. Oh, mir fallen keine Paladine mehr ein. Aber schon... Moment, wie viele habe ich jetzt schon verteilt? Lass mich mal eben watchen. Hey, mir fehlen noch drei. 9 Paladine gefunden, aus dem Kopf. Das ist ja echt super. Bei meinem Gedächtnis finde ich das echt super. Dann... Kann es sein, wo war denn noch einer? In Veng... In Varanta war doch mal einer. Irgendwo bei Ishtar? Nein, bei Braga? Nein. Ach, laber doch keinen hier. Silden.
Nein, Silden war doch keiner. Faring? Nee, Gotha? Och, Mensch. Ich glaube, hier bei Morasul irgendwo bei der Ausgrabungsstätte war mal einer, aber oh Gott. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ich glaube, ich werde da erstmal in Nord mal weitermachen. Moment, lass mich mal eben watchen. Weltkarte. Nein, Quatsch. So. Was habe ich denn noch hier für Quests auf? Befreie Nordmar, ja? Bringe Aida an das Geheimnis der Druiden. Das wird was. Wo wollt ihr nochmal? Wo soll ich nochmal hin? Bei Wolfsklang gibt es einen Jäger, heißt Bogir. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal. Ah, den weißen Hetzer müssen wir auch noch töten. Ah, ich habe einen Plan. Ich habe den Plan. Ich denke mal, ich kann nächste Folge mal eine Überraschung bringen. Wir sehen uns dann. Ich weiß nicht, wie ich das so erklären soll, was ich vorhab. Ich denke mal, wie soll ich das sagen, Gedächtnisstütze, werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, die anderen Paladine zu finden, aber wir kümmern uns erstmal um was Wichtigeres in der nächsten Folge. Ihr könnt ja vielleicht ahnen, wenn ich schon mal sage, wir müssen Hanson. Hieß er Hanson? Hieß er Hanson? Ich glaube Hanson, den Jäger. Hanson. Es muss Hanson gewesen sein, oder? Banson? Nein, Hanson muss es gewesen sein. Wir müssen Hanson finden. Müssen nicht, aber ist, glaube ich, nützlicher. Ich weiß nämlich nicht, wie man sonst dahin kommt. Hanson finden. Und mit der Gedächtnisstütze geht's dann ab. Ich weiß, zu Hanson. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diese Session zu gucken. Ich hoffe, ihr habt keine Folge verpasst, wie wir die Mine hier befreit haben. Boah, das war echt. Mach hier keinen Ärger. Kranke Scheiße. Hallo, ich hab die Mine befreit, Alter. Bleib mit der Waffe. Bleib mal geschmeidig hier. Aber ganz ruhig hier. Ganz ruhig. Ich hab die Mine befreit. Ich hoffe, ihr habt das nicht verpasst. Und dann sehen wir uns hier wieder. Oh, das ist ja ein schönes Outro-Bild hier, geil. Okay. Ich bin der Endking, wir spielen Gothic 3. Verpasst keine Folge. Vergesst nicht, gefällt mir zu drücken. Mag ich, oder wie es immer heißt, mag. Daumen hoch und links da. Fände ich echt super, wenn ihr mich so unterstützen könntet. Und um 1:16 Uhr geht's dann ab ins Bett. Macht's gut. Tschüssi.